Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Ich bin mir gerade nicht wirklich sicher, ob ich diese Folge überhaupt aufnehmen bzw. hochladen werde. Aufgenommen bin ich gerade dabei. Aber ich bin gerade ziemlich angetrunken und okay, was ist angetrunken? Ich kann noch. Leute sind Hasen, okay. Ich kann noch normal denken und so weiter, aber ich bin schon so ein bisschen, wie ihr schon merkt, so ein bisschen am Stammeln. Ja, und da ich schon so langsam merke, dass es mir nicht so wirklich gut geht, dann dachte ich mir, okay, du hast zwar heute eine Folge aufgenommen, aber du solltest vielleicht mal eine aufnehmen, damit du eine Reserve hast. Ich werde mir die wahrscheinlich erst morgen anschauen, ob die... Oh Mann, jetzt fängt es an zu pissen, Alter. Ja, ob die Folge überhaupt brauchbar ist. Weil, wie gesagt, ich war jetzt bei einem Kumpel, ich hatte heute eine Geburtstagsfeier. Ich komme nicht auf das... Ich habe 23, woher habe ich die? Das sind die. Ach stimmt, wir haben eine Pyramide gefunden. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die Folge wirklich online wird, ob die brauchbar ist, weil ich habe jetzt echt die Befürchtung, dass ich irgendwas sage, was ich nicht bringen kann. Weil ich will ja meinen Kanal schon nicht in Gefahr. Scheiße. Mein Kanal nicht in Gefahr bringen. Weil ich weiß, auch wenn ich wirklich der Größte bin, ich meine, ich bin stolz darauf beizutragen, dass ich schon wirklich einer dieser YouTuber bin, die noch wirklich den, was soll das heißen, Mut, die Motivation aufzubringen, noch überhaupt irgendetwas an Content für alle, selbst die paar, die zuschauen, beizutragen. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt mittlerweile kaum noch YouTuber, die Motivation aufbringen können, mal einfach so ein Let's Play zu machen. Ich meine, viele gehen jetzt mittlerweile schon wirklich nur noch rein und noch hoffen, dass sie einfach nur noch entdeckt werden und ich weiß gerade gesagt haben, OP werden, aber das ist echt nicht der richtige Begriff. Einfach entdeckt werden und wirklich berühmt werden, aber ich bin ehrlich, das interessiert mich noch nicht mal. Das Let's Play ist ein Hobby von mir geworden. Ich möchte noch nicht mal berühmt werden. Wenn es nach mir geht, dann würde ich einfach ewig daran bleiben, hier sammeln schnell. So ein kleiner YouTuber zu sein und mit Street, Trivolo, die ganzen Verrückten, die ich hier habe. Crazy. Okay, hier komme ich nicht durch. Einfach dieses kleine, diese gemütliche Runde. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt bestimmt welche, die unter euch so einen Gronkh oder so einen Debitor oder was weiß ich, wen geliked oder abonniert haben. Die haben noch nicht mal die Möglichkeit, mit ihren YouTuber zu schreiben. Und was da, was ist? Sorry, Pferd. Jetzt ist es lustig. Jo, ich hab's getroffen. Was ist? Ich bin froh, dass ich so eine kleine Community habe, mit der man nochmal schreiben kann. Ich meine, ich habe jetzt... Ich meine, Facebook ist nicht der dickste, das ist klar. Aber ich bin froh, dass ich wirklich schon mal so welche habe mit die... Okay, hier komme ich nicht rauf. Ich weiß, ich bin auf Facebook nicht der dickste und so weiter. Ich meine, da ist so ein Trivolo ist auf jeden Fall meilenweit voraus von mir. Ich bin auch ganz ehrlich, so teilweise beneide ich so ein Trivolo, dass er diese seine Community schon hat. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch schon eine Community. Sie ist zwar nicht die größte, aber... Sie ist da. Aber ich bin froh, dass ich mittlerweile schon welche habe. Ich meine, mein erster Kanal. Da waren zwei, drei Gelegenheitszuschauer. Ich meine, mein erster Kanal. Ich habe nie den Namen gesagt, aber ich sage ihn jetzt öffentlich. Mein erster Kanal war The Doshelp. Ich meine, ganz... Okay, ich habe jetzt keine Ahnung. Wow, what the fuck. Ich habe jetzt keine Ahnung schon, wie oft gesagt, ich meine... Ich hoffe jetzt nicht, dass er sowas wie bei PeteSmith wird beim Hardy. Beziehungsweise bevor der Hardy die Gruppe verlassen hat. Dass er so wie der Exo wird wie mit diesem ganz ehrlich. Ich weiß, ich sag's jetzt schon wieder, aber ich meine, wer möchte denn bitte schon heutzutage noch. Ganz ehrlich, wer will heutzutage eine Community haben, die überhaupt keinen Kontakt hat? Was bringt mir bitte schön, wenn ich jetzt einen Kontakt zu meiner Community aufbringe und den dann einfach mittlerweile über die Zeit vergesse?
ich möchte nicht wie die ganzen großen YouTuber enden, wie, ich weiß nicht, wie es bei Revi oder sowas ist, aber ich möchte einfach nur eine Gesellschaft haben, die, ich weiß, die mögen meine Videos, die mögen es mit mir zu plaudern und so weiter. Und ich sehe diese Let's Plays einfach als Mittel dazu. Ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen philosophisch darüber, aber es ist einfach so. Sorry, Pferd. Deswegen mache ich einfach dieses Let's Play. Es gibt einfach eine Möglichkeit, mit Freunden darüber zu, nicht mal Freunden, mit Unbekannten darüber zu, Pferd? Oder? Mit Unbekannten seine Meinung zu teilen, unterschiedliche Meinungen zu kennenzulernen. Und jeder, der jetzt bitte schon meint, das ist jetzt einfach nur so eine Aktion, der tut nur so, als wäre er betrunken, damit er Klicks generiert und so weiter. Ich bin gerade wirklich betrunken und ich rede mir gerade wirklich die Seele aus dem Leib. Es ist gerade zum ersten Mal so. Ich weiß gerade nicht, ob meine Stimme überhaupt hört oder verständlich ist, aber ich hoffe es einfach. Ich habe doch die Befürchtung, dass mein Vater gleich mal kurz hier reinschaut, weil der muss gleich zur Arbeit. Wir haben gerade 4 Uhr morgens und ich hoffe, dass ich gerade nicht so laut bin, dass er das hört. Ich meine, ich habe gerade eben schon eine Konversation mit ihm gestartet. Reite über die Richtung. So, ich bitte vielmals um Verzeihung, da ist gerade auch dieser Moment, wovor ich befürchtet habe, gerade passiert. Zwar ist es nicht mein Vater gewesen, sondern meine Mutter. Aber naja. Ich bin ehrlich, auch meine Eltern sind richtig stolz, dass sie mich auch unterstützen. Ich meine, ich habe momentan dieses Problem, dass ich eine Ausbildung gesucht habe. Obwohl, das geht schon viel zu weit, darüber würde ich gar nicht reden. Ich habe eine Ausbildungsstelle, ich bin sicher. So viel sei gesagt. Auf jeden Fall, wo war ich dran? Auf jeden Fall, ich mag es einfach mit meiner Community über so eine, über so etwas zu reden. Einfach gemütlich zu reden. Ich meine, ich habe jetzt einmal das jetzt, was heißt jetzt Play? Dieses Stream-Projekt von Trivolo gesucht, wo, auch wenn es ein bisschen außer Kraft gesessen war. Moment, vier Tor. Ich muss eher da lang. Ja, wieder eher da lang. Ich mag es einfach, oh, ich muss gar nicht essen. Mag es einfach mit Leuten darüber zu reden, über Ideen. Und auch teilweise dieses, in Anführungszeichen, ganz übertreiben, was ich in Displays mache. Das war teilweise so ein Versuch, groß zu werden, aber mittlerweile ist es einfach ein Charakter für mir, weil ich Modpacks einfach so liebe. Auch mein Verbreite, ich will was Großes schaffen. Ich will nicht groß werden, ich will was Großes bauen. Und ich bin, ich will auch ehrlich sein, diese Idee, die ich momentan habe mit dem Hotel, die habe ich mir teilweise bei ein, zwei YouTubern abgeschaut, bin ich ehrlich, aber ich möchte das einfach in was ganz Neues aufbauen. Ich habe mir überlegt, teilweise von einem großen YouTuber, vom Liebe2LP, da hatte ich ja wirklich dieses Hotel, wo viele Besucher vorbeigeschaut haben, aber da habe ich mir teilweise auch was beim Liebe2LP abgeschaut, der ja jetzt aufgehört hat, oder ich nenne es mal pausiert hat, dank seiner Tochter. Also, bevor sie irgendwas fragt, ob sie da ist und so weiter, ich habe mit dem Street gesprochen. Er hat mir gesagt, ich soll darüber die Klappe halten. Habe ich Verständnis? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen darüber. Okay. What the fuck, was ist hier für ein großer? Wir haben doch so keinen großen See vor. Ach, weißt du was? Fick doch die. Die Tierfernrüstung oder das Sammelfleisch kann weg. Ich mache jetzt echt mal eine Aufnahme. /TP durch LP 14360.
minus 4650 70. Oh, oh. Scheiße, scheiße. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Minus 4650. Oh oh. Ich war jetzt echt zu ungeduldig. Scheiße. Oh oh. Hier muss noch ein Minus hin, ne? Das sieht schon besser aus. Ich habe nämlich noch hier auf welchem Bildschirm die Koordinaten, aber ich weiß halt nicht, wo das zu Hause ist. Okay. Ich werde mir in der Folge nochmal anschauen. Scheiße. Okay, ich werde mir jetzt in der Folge nochmal die Sachen anschauen, die ich hatte. Weil, okay, sorry, ich bin zwar gerade gestorben, aber es war eine angetrunkenen Folge, würde ich es mal nennen. Also es wird diese Folge, würde ich mal sagen, wird so eine Art Trollfolge. Weißt du, was ich gerade mache? Ganz einfach. Ich habe, okay, wie lange geht die Folge? 11 Minuten. Nitrado, ich switch gerade auf dem rechten Bildschirm mal auf die Nitrado-Seite, weil ich weiß, dass der liebe Crazy ein paar Mal die Koordinaten reingepostet hat vor unserer Basis. Da war Winterfest Login. Ich weiß, er hat die Koordinaten da reingepostet in die Serverkonsole. Also ich nehme diese Folge jetzt echt nicht mal ernst, weil. Sorry. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay. Oh, da weiß ich, was ich mal gerade mache. Ich werde bestimmt eine Folge finden, wo ich ab und zu mal die Koordinaten gesagt habe. Hier nehmen wir mal die 17. Ich mache dafür mal jetzt. Ladies and Gentlemen. Oh, oh. So. Na. Das, okay, ich schaue gerade noch eine Folge rein. Ich weiß, das ist gerade scheiße langweilig für euch. Es tut mir auch furchtbar leid. Als ob ich da nirgendwo die Folge. Ah, da sind wir in Nether. Ja, da sind wir in Nether gegangen. Achso, das war die Folge 15. Gerade auch wieder ein wundervolles Theme von VVVVVV. Okay, es wird verdammt schwierig, jetzt nach Hause zu kommen für mich. Medium wird geöffnet, okay, okay, okay. Es tut mir furchtbar leid für euch. Ich weiß gar nicht, wie ich, Ach, weißt du was, bevor ich jetzt, nicht das will ich schließen, das hier will ich schließen. Bevor es jetzt zu langweilig wird, suche ich so ein bisschen in der Gegend rum. Und im Notfall porte ich mich dann zum lieben Crazy. Ich sehe auch schon Twitch als meinen ersten Tod offiziell an. Lol, hier ist nächste Nutte. Und ist das nächste? Ne, das ist ein Zombie, oder? Ja, es ist ein Zombie. Ist hier nächste drin? Das fände ich jetzt awesome. Ne, hier ist nächste. Lol. Lol, die Geräusche einfach. Warte, ich muss mal kurz den OBS groß machen, damit ich die. Aussehen, wie lange wir da schon in der Aufnahme sind. Warte mal, Moment. Ah, ich habe dann die 1 weggemacht. Das sieht schon eher nach der Gegend von uns aus. Ich schaue jetzt mal hier so ein bisschen in der Gegend rum. Ich hoffe mal, dass ich jetzt. Also ich weiß, das ist die übelste Cheater-Folge eigentlich, weil ich Kommandos benutze und ich das auch eigentlich nicht vorhatte. Also, obwohl, das sieht gar nicht nach unserer Gegend aus. Alter Christ. Lol. Okay, danke schön. Danke, Nitrado. Easy Game, Easy Life.
Scheiße, ich habe echt unser Haus zu Hause verloren. Komm, machen wir so, sind wir was schneller. Alter, ich bin jetzt echt so schnell wie so ein Sportwagen. So ein richtiger Sportswagen. Scheiße, ey. Was heißt denn nochmal Sportswagen auf Deutsch? Sportswagen? Sports... Ich weiß es gerade echt nicht, was Sportswagen auf Deutsch heißt. Uff. Hier ist auf jeden Fall ein großer Wald. Boah, Alter, wie groß ist der Wald? Auf jeden Fall, ich werde mein Inventar zurückcheaten. Level werde ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht an so einem Berg vorbei. Hier und hier. Ich muss mich so crazy porten, ansonsten haben wir zu Hause auf ewig verloren. Okay, was heißt auf ewig? Ich habe auf jeden Fall den ein. Lol, was sind das? Ach, sag bloß, ich bin hier ein. Achso, ich bin ein Megatiger, okay. Ich habe schon gewundert, was das für dicke Bäume sind. Also zu Hause sind wir auf jeden Fall nicht verloren. Ich meine, ich werde auf jeden Fall in einer Folge, habe ich schon ein paar Mal gezeigt, wo die Koordinaten sind. Ne, wir waren auf jeden Fall bei 14.000, das weiß ich. Also keine Sorge, das Display wird jetzt bestimmt nicht enden. Ich meine, wir haben die Ziele auf jeden Fall noch, wir haben unser Zuhause noch, das ist kein Problem. Also, und selbst im Notfall suchen wir uns eben eine neue, obwohl eine neue Gegend suchen. Aber wenn du schon bestimmt eine Lösung, auf jeden Fall wird es nicht verloren. Das Display ist auf jeden Fall hier nicht zu Ende. Boah, scheiße, da habe ich aber eben echt nicht nachgedacht. Wie gesagt, die Items werde ich mir in der Folge nochmal anschauen, was ich alles hatte. Ich werde wahrscheinlich die Getränke rauslassen, weil das so viel gecheatet wäre. Die können wir schon nochmal neu machen, das ist kein Thema. Ja. Obwohl, die wird schon neu generiert, daher kann es nicht gewesen sein. Das wird in dieser Richtung gewesen sein, irgendwo. Oh, scheiße, das ist jetzt die übelste Fail-Folge vom Herrn. Ich sehe auch jetzt schon die Flame-Kommentare und die Dislikes und so weiter. Ah, hier ist schon wieder Ebene. Vielleicht lassen wir jetzt zu Hause. Zack, bloß. Oder? Na. Ne, das ist schon zu Hause. Ne, ne. Leute, ist hier Lavasee? Oder ist das so? Okay, ich wollte gefragt haben, ob das hier Orangensaft ist. Ja, das ist auf jeden Fall gar kein Orangensaft. Oh, Scheiße, wo ist meine Unterkunft, meine Heimat? Wo ist sie nur? Okay, ich werde auf jeden Fall vorher einpennen. Meine Folge ist auch in 2 Minuten vorbei. Scheiße, ey. Also aber für alle, die es noch nicht verstanden haben, weil ich auch genudelt habe und so weiter, es kann passiert sein. Items, die ich hatte, werde ich mir wieder zurückercheaten. Das ist kein Thema. Also die werde ich mir zurückercheaten, weil diese Folge ist jetzt einfach nur so eine, ich nenne es, welche Überbrückungsfolge nennen. Ich sag mal, es ist eine Überbrückungsfolge, weil ich auch schon teilweise merke, dass ich... Hä? Warte mal. Ne. Ich werde nicht mehr. Easy. Richtig dick. Easy. Ich habe zu Hause... Lol. Also ich bin ehrlich. Meine Damen und Herren, alle lieben Zuschauer. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Hause zurückfinde. Ey, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also ich werde die ganzen Sachen, die ich hatte, zurückgecheaten. Wirklich zu dem Ursprungszustand. Aber die ganzen Level, die ich hatte, die werde ich mir als Ehre nicht zurückgecheaten. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal die Dias zurückgefahren und dann in der Aufnahme zeigen, wie ich die wegwerfe. Bin ich ehrlich. Also so ehrlich möchte ich sein. Boah, scheiße, damit habe ich jetzt echt... Was hat der Verrückte jetzt hier schon wieder vor? Ey, verdammte heilige Scheiße. Ey, sorry. Was hat der hier vor? Macht er eine Baumfarm?
wie baut deine Baumfarm? Okay, ich da bauen. Okay. Nächste Folge bauen wir mal alle Baumfarmen auf, bin ich ehrlich. Komm. Dekoration. Akazie. Birke. Fichte. Die Birke habe ich schon. Tropen. Schwarzeiche. Eichen, das Ding. Die gebe ich mir jetzt mal. Bin ich. Okay, dann mache ich mal. Ich glaube, eine YouTube-Umfrage kriege ich jetzt nicht hin. Komm. Das machen wir jetzt einfach so. So ein bisschen Cheaten. In Anführungszeichen ein bisschen Cheaten. Es ist ein. Leute, ein Dach. Chorus. Oh, okay, ich muss mich erstmal auseinandersetzen. Gecheatete Items in. Zuschauerfragen, ob Items gelöscht oder ersetzt werden. Ja, komm, gecheatete Items, Zuschauerfragen, ob Items gelöscht oder ersetzt werden. Komm, mach einfach mal so. Es ist zwar scheiße Deutsch. Ob oder ersetzt wird. Also, ich würde euch nochmal bitten, unter dieser Folge zu schreiben. Sollte ich die Items, die hier waren, nochmal löschen? Also hier die Setzlinge. Ob ihr sagt, okay, das ist kein Thema, dass ihr die da wählt. Oder ob ich dafür noch was opfern soll. Sagen wir jetzt mal. Beide Setzlinge. 4 Dias, sag ich jetzt mal, ich glaube, das ist ein guter Wert oder keine Ahnung, so ein Satz. What the fuck, Stärke, Feder. Was zum Teufel? Was hat der Verrückte hier vor? Leute, hier ist Fleisch, okay. Was hat der Verrückte echt vor? Ich weiß gerade echt nicht, was hier abgeht. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, schreibt mir bitte einen Kommentar, ob das verlassen kann oder ob ich die Items löschen soll oder irgendwas anderes dafür ersetzen soll. Die anderen Items werde ich mir auf jeden Fall jetzt einmal wiedergeben, außer die Level, wie gesagt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Auf jeden Fall wieder eine nüchterne Folge. Kann sein, dass ich alleine bin, ich weiß noch nicht. Ich habe schon ein paar Leute gefragt. Es wird auf jeden Fall welche bald geben, mit denen ich dann auch was zusammen aufnehmen werde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.